Ich habe doch hier eine Kanone. Ja? Oh. Hallo Leute, der Reho hier. Willkommen. Die nächste Folge No Man's Sky. Es geht weiter. Und ich war ja in der letzten Folge fast so weit, das Exocraft-Ding zu bauen. Und ihr seht's da, da steht's, ja. Ich hab's mittlerweile gebaut, bekommen. Ich hab's allerdings noch nicht ausprobiert, ja. Das wollte ich unbedingt mit euch zusammen machen. Oh, man hört ja da sogar den Motor. Ist ja cool. Das hab ich auch noch nicht bemerkt. Genau, aber erstmal soll ich nochmal zurück zum Techniker gehen. Oder ich weiß nicht, ob erstmal, zumindest soll ich das machen. Das machen wir auch mal. Da ist er nämlich, ja. Der Fähnrich. Genau, habe ich Bescheid gemacht, ja. Bestätigen. So. Ein Bauplan für ein Exo-Fahrzeug-Signalbooster. Aha. So, neue Technologie entdeckt. Dafür brauchen wir Kupfer. Gut, also wir sollen den einbauen in unser schönes neues Fahrzeug und brauchen chromatisches Metall, sprich Kupfer. Warte mal. Also das ist cool, weil dieses Ding hat 28 Plätze frei. Das finde ich schon ganz schön erstaunlich viel. Wir haben sogar Kupfer, das heißt, die können wir kurz hier reinwurschteln. Und das mal kurz herstellen lassen. Also das mal kurz in der Raffinerie ein bisschen umwandeln. Das Kupfer und dann hätten wir chromatisches Metall. Da, Kupfer. So, schupp. Ja, so dauert einen kurzen Moment. Aber ist jetzt nicht so wild. Ja, ich muss dann auch noch ein bisschen weiterbauen hier. Also ich habe ja hier schon den... Nee, halt, falsch. Wo bin ich denn gerade hergekommen? Den hier habe ich gebaut. Muss jetzt hier noch so einen Gang ranbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Zeug dafür habe. Ja, haben wir. Und dann dahinter halt wieder so einer dran. Und da fehlt mir Ferrit. Also reines Ferrit. Jede Menge. Genau, und da drüben... Nee, den Gang habe ich schon. Also nur noch einmal noch so ein Ding herbauen und dann haben wir das schon. Cool. Ja, so. Der ist ja auch fast fertig. Warten wir noch die paar Sekunden. Ich habe festgestellt, der lässt manchmal einfach einen übrig und dann kann man es nochmal, dann kann man das rausnehmen. Diesmal nicht. Kann man das rausnehmen, kann das nochmal anschmeißen. Und ja, dann passt das. Das ist ganz merkwürdig manchmal. So. Gar nicht, ja, okay. Wird auch aufgeladen. So, wir packen das mal hier unten rein. Nee, sowas nicht. Sowas. Signalbooster. So. Muss ich jetzt wieder zum Techniker? Zu dem da? Oder ich kehre zum Techniker zurück. Und ich muss dann auch mal mein Akku hier aufladen. Der ist schon ganz schön mitgenommen. Den Planeten kartografieren. Ist nur ein Mond, aber macht nichts. Aushändigen. So. Baupläne für eine Bordkanone. Okay. Also, wir sollen das nehmen. Jetzt brauche ich natürlich... Also, Pugnium ist nicht das Problem. Das habe ich. Genau. Oh, das ist zu viel. So viel brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nur 50. Kann ich hier irgendwie weniger nehmen?
Nee, ich kann nur alles übertragen, oder? So. Dann haben wir Pognium und Kupfer. Aber ich glaube, Kupfer habe ich tatsächlich aktuell nicht mehr. Deswegen werden wir jetzt einfach uns das Fahrzeug nehmen und mal losdüsen. Ist egal, ja? Also, was so ist. Sei denn, sehe ich hier irgendwo eine Kupferader? Nee, das ist Paraffin. Nix Kupfer. Kobold. Paraffin. Paraffin. Auch Paraffin. Okay. Also, weißt du was? Wir fahren jetzt einfach mal los. Mal gucken. Ja, so sieht's aus. Ich mach mal ein Foto. Fotomodus. Huch. Warum ist denn jetzt Nacht? Ich wollte doch gar nicht Nacht. Dass Nacht wird. Hä? Wollte die Sonne weiter bewegen? Geht nicht. Machen wir es nochmal. Ich wollte ein Foto machen. Weil nicht. Also hier ist mir gerade der Hintergrund so total diesig und sieht gerade total komisch aus. Irgendwie? Dann machen wir es so. So. Gut. So. Oh. Dann. Ja, ne, so. Wie lenke ich? Warte mal. Okay, ich muss das noch ein bisschen üben hier. Wow. Ups, ich hab den umgefahren. Ich glaube, ich habe den umgefahren. So, hier muss ich mal kurz aussteigen. Und das hier mal kurz abbauen. Den verdichteten Kohlenstoff brauche ich nämlich. Ja. So. Ganz schön laut der Motor. Also. Sammle ich die Sachen ein, wenn ich drüber fahre? Nee, oder? Doink. Ich guck mal kurz ins Inventar. Alt Exo-Fahrzeug. Nee, ich sammle keine Sachen ein. Okay. Also lustig. Okay, an die Steuerung muss ich mich tatsächlich noch gewöhnen. Ich kann so ein bisschen springen. Gibt's auch ein Turbo irgendwie? Das ist rückwärts. Ah, okay. Beschleunigungsmodul. Das ist noch nicht installiert. Okay, das habe ich natürlich noch nicht. So, kann ich hier scannen? Hupe gibt's auch. Okay. Waffen habe ich natürlich auch noch nicht. Uah, das wackelt gerade ganz schön. Ich mal versuchen das mal. Nee, das wollte ich gar nicht. Huch. Ich wollte mal gucken, ob ich. First Person machen kann, aber kann ich anscheinend nicht. Wow. Was passiert denn, wenn ich hier umkippe mit dem Teil? Wer weiß. Werden wir wahrscheinlich noch früh genug ausprobieren. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken. Ach ja, also. Eine Steuerung ist tatsächlich ungewöhnlich. Und irgendwie fehlt so ein bisschen so ein Boost. So. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Kupfer finden.
Kobalt. Kobalt. Kupfer. So, da geht's jetzt hin. Also darüber. So. Uah. Das dauert aber ein bisschen, bis man da ist. Boink. Ist das da oben drauf? Hier da vorne ist ja meine Basis. Sieht fast so aus, als ob das oben drauf ist. Jetzt sollte ich nicht über so viele Sachen rüberfahren. Das scheinen die Wächter nicht zu mögen. Interessant. Doink. Wenn zu viele Bäume sind, ist auch nicht gut. So. Wo ist denn das Kupferding? Das ist tatsächlich da oben drauf. Dann bin ich natürlich mit diesem Fahrzeug nicht ganz so gut bedient. So. Muss man hier drauf parken? Nee, eigentlich nicht, oder? Okay, dann nehmen wir hier kurz hier unser Kupferabbau-Raumschiff, sozusagen. Wenn das mal starten würde. Also bis jetzt macht Spaß, aber es fehlt noch so ein bisschen der Pep. Also so ein bisschen so das... Wo ist denn hier bitte Kupfer? Wir landen mal kurz. Seht ihr hier Kupfer? Ich sehe kein Kupfer. Ja, also so viel zum Thema Kupfer, würde ich sagen. Mann, das ist nicht fair. Kupfer. Also, wo immer hier Kupfer sein soll, ich weiß es nicht. Muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, deswegen, wir gucken jetzt einfach mal im Raumschiff. Das Gute ist, wenn es dunkel ist, ist es, glaube ich, besser zu finden, weil es dann leuchten die so ein bisschen. Ja. Und fliege jetzt einfach mal hier in die Richtung und guck mal. Aber tatsächlich ist es ist kein kupferreicher Planet. Das so viele habe ich schon rausbekommen. Ich überlege gerade sogar, ob ich nicht vielleicht durch das Portal mal gehe zu meiner anderen Basis und da gucke, weil da war ganz in der Nähe war Kupfer und ich glaube, da habe ich so ein Ding draufgesetzt, was das automatisch abbaut. Weil ich mich jetzt hier halt das Kupfer da nie. Ehe ich mich jetzt hier tot suche, ist da unten doch keins finde. Geh mal lieber, mach mal das lieber. Ja, dann kann ich euch die gleich mal zeigen. Ich glaube, ich habe die euch noch gar nicht gezeigt. Mach mal das gleich mal mit. Das Kupfer einfach von da. So. So. Ja, also. Dü-dü-dü-dü-dümp. Hier einmal durch. So, und Winter. Genau, und so habe ich die andere Basis genannt, dass ich auch weiß, wenn man weiß man tatsächlich mehrere. Basis.
mehr als eine Basis hat. Ja? Auf jeden Fall, dann weiß man, welche ist, weil sonst diese komischen Namen merkt man sich auf Dauer nicht. Und dann weiß ich, Winter, das ist der kalte Planet. Da gibt's dieses Frostwurz. Was ist Frostwurz? Frostkristall. Und ich glaube, da ist auch was Kupfer in der Nähe. Ja, also können wir davon noch ein bisschen mitnehmen. So. Das war eigentlich ein ganz netter Planet, tatsächlich. Muss ich sagen. Ja, so. Hier. Hier habe ich so ein Ding reingebastelt. Und ansonsten war das ein echt netter Planet. Und hier vor drüben gab's... Ah nee, ich habe keinen aufgebaut. Dann müssen wir das mal noch machen. Hier so ein Ressourcensammelding darauf bauen. Hier ist das irgendwie. Dieses da. Was brauchen wir denn? Metallplatten. Metallplatten dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Das müsste ich hinkriegen. Zwei. So. Ja. Nochmal das Ganze. So. Ja, und dann haben wir hier. Genau. So. Die müssen wir noch aufladen. Und dann fängt der nämlich an. Und wir können so lange mal gucken, dass wir hier. Hier gerade irgendwas? Ne. Nicht in die defizite Pflanze, aber okay. Ich dachte, hier wäre gerade irgendwie irgendein Tier gewesen. Ne? So. Hier ist nämlich eigentlich jede Menge davon. Da sind auch noch so ein paar schwebende Kristalle. Aber die scheinen alle noch nicht nachgewachsen zu sein. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen. Den hier ist auch Frostkristall drin im Übrigen und Kohlenstoff. Das könnten wir mal uns nutzen, weil Kohlenstoff brauche ich glaube ich auch gerade. Und Frostkristall werde ich ganz viel brauchen für das Glas, ja, um daraus dann Fenster herzustellen und so. Deswegen macht das Sinn. Also davon gibt es ja echt jede Menge. So, wir gehen so lange einmal hier drüben. Gucken, da gibt es nämlich noch was. Dieses Dioxid. Da gab es hier ein Vorkommen, irgendwo hier drüben. Ich kurz gucken. Wenn ich mich richtig hier. Genau, und da hatte ich so ein Teil raufgebastelt. Das Dioxid hier mal abbauen, mitnehmen. So. Und das Ding laden wir einfach wieder auf. Ja. Hey, von diesen Frostkristallpflanzen gibt es hier echt unglaublich viele. Das ist echt krass. Nee, die wollte ich da eigentlich. So. Oh, hallo. Ich war es nicht. Ich bin doch ganz friedlich. Oh. So. Der Kupfer, da ist das Kupfer. Schon. Das reicht noch nicht so richtig. Ist hier irgendwo in der Nähe noch ein Kupfervorkommen? Aber Abwuchskapfeln. Und wir machen jetzt mal kurz, Sekunde, aber das geht mir hier gerade so ein bisschen zu nah an Null ran. Ja.
So. Und so. Und so. Nichts gefunden. Na toll. Und so. Gibt es hier irgendwo nochmal Kupfer? Das ist eine andere, oder? Verdichteter Kohlenstoff, den nehmen wir mit. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht wie ein sehr großes Kupfer. Oh, das ist ein sehr großes Kupfervorkommen, glaube ich. So, den da hier. Und dann nehmen wir hier mal los. Und bauen das Ding mal ab. Sehen, wie viel Kupfer es gibt. Aber ich glaube, das ist ganz schön groß. Nur so auf den ersten Blick. So, Waffenladung. Mal 93 Kupfer. Das ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. Dann haben wir die 100 auf jeden Fall schon mal zusammen. Ganz unabhängig von dem anderen. Also wenn ich Frostkristall brauche, kann ich eigentlich immer auf diesen Planeten hier kommen. Hier gibt es jede Menge davon. Ja, das ist sehr cool. Deswegen habe ich hier ja auch eine kleine Basis hier gebaut. Ja, fand ich sehr gut. So, haben wir alles. Da ist noch ein bisschen. Da noch. Da noch. So, das war's. Okay. So, dann jetzt zurück zur Basis. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder auf den anderen Planeten hüpfen. Oh, Wärmeschutz ist nicht mehr so viel. Aber das passt noch, das reicht noch. Hoffe ich jetzt mal. Warte, ich bin schon da. Haha. Guck mal, jetzt friert mir schon langsam hier der Bildschirm ein. Schnell wieder ins Warme. So, jump. Da sind wir. So. Wir sind schon ein bisschen über 20 Minuten, aber ist jetzt halt so. Also wahrscheinlich muss ich noch einige mehr Sachen auch für das Raumschiff, nicht für das Raumschiff, für das Exocraft jetzt zusammenbasteln. Muss ich mir mal angucken, was es da genau gibt. Das mache ich dann bestimmt auch im Off. Also ich werde euch da jetzt nicht jedes Mal mitnehmen, wenn ich hier irgendwelches Zeug holen muss, um da was fürs Raumschiff, für das Exocraft zu bauen. Und dann, ja, denke ich mal, wenn ich das gemacht habe. Ja, dachte gerade, wer hat mein Raumschiff eingebuddelt, aber es steht nur da oben drauf. Okay, alles gut. So. Kehre zum Techniker zurück. Aushändigen. 100 Gold? Ein Beschleunigungsmodul. Okay, so, wartet mal. Jetzt ist das erste Mal in das Raumfahrzeug das andere Modul einbauen. Hier, die Bordkanone. Genau. So. Und dann haben wir den Boost. Wir brauchen chromatisches Metall. Ein Glück, dass wir gerade Kupfer geholt haben. Und zweimal Nanorohr. Das sollte, was ist das hier eigentlich? Ach, das ist so ein Upgrade-Ding. Ich hab's noch nicht mal, aber kann's schon upgraden. Hehe. So.
Chromatisches Metall. Hä? Hä? Was war denn jetzt? Akzeptieren. Okay, nehmen wir das Terminal erreichen. Warte mal. Wir machen erstmal diese eine Sache. Eins nach dem anderen. So, Kupfer da rein. Chromatisches Metall herstellen. Und dann kann ich noch dieses eine Upgrade machen mit dem Beschleunigungsding. Nee, genannt erst kann ich ja das Upgrade mit dem Beschleunigungsding machen. Ja. Und das soll ich ja nutzen, um ein Terminal zu erreichen. Ja, wir machen das jetzt. Ich mache das jetzt einfach noch mit euch. Ja, wird ein bisschen dauern, aber ist ja egal. So, warte mal kurz. Wie viel brauchen wir dafür? Noch 11. Ja, 11 sollten wir schon haben. So. Genau. Halt. Exo-Fahrzeug. So. Und jetzt haben wir ja noch den... das Upgrade hierfür. Ja, wir können hier noch ein Upgrade hinzumachen. Was damit zusammen funktionieren würde. Tankgröße. Muss man das auftanken? Naja. Kann ich mir schon vorstellen. Aber okay. So, dann gucken wir mal, wo ich jetzt... Hey, muss ich jetzt mit dem reden? Bin mir gerade nicht sicher. Also, er ist verärgert. Akzeptieren. Gut, dann weiß ich jetzt nicht so genau, wo ich hin muss, aber das kriegen wir gleich hier raus. So. Springe ich? Damit steige ich aus. Wo sind die Navigationsdaten denn eigentlich? Wo ich ihn eigentlich hin? Da. Da muss ich hin. Und wie zünde ich den Boost? Nee. Ah, so, okay. Ein bisschen komisch, dass ich mit dem Einknüppeln nicht gleichzeitig Gas geben und lenken kann. Okay, ich habe also... Oh, das ist... Ich habe tatsächlich nur eine begrenzte Zeit. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Wackelt ganz schön. Aber ich dachte, man könnte den irgendwie länger zünden. Schade. Oh, nicht da runterfahren. Nicht gegen den Baum. Ich kann auch gar nicht sehen, wie lange das noch ist. Ah, Ankunft 2 irgendwas. Uiuiuiui. Müssen wir uns tatsächlich beeilen. Ich sehe jetzt auch gar nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe. Wahrscheinlich gibt es dafür auch noch bessere Upgrade-Module.
wenn man, wenn man den Boost hat und dann zum richtigen Zeitpunkt drückt, dann kann man sogar richtig gut springen. Das ist cool. So. Juhu, guck dir mal. Das war doch cool. Okay, das muss man natürlich wissen. Da ist es. Da muss ich hin. So, dann gehen wir mal dahin. Und hier hin. Tag. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz ran. Übertragung wird geladen, Subraumfrequenz wird entschlüsselt, Fehler, Unterbrechung. Erfasse nun den Preis deiner Ketzerei, Flüchtiger der Valkyrien. Wisse, dass es keinen Himmel gibt, in dem wir dich nicht finden, kein System, in das du ungeschoren fliehen kannst. Verstecke dich in den Tiefen dieser Galaxie, denn wir sind geduldig. Wisse, dass deine Nachkommen wie quäkende Geck geweint haben, als wir die niederstreckten, dass wir deine Gefährtin getötet haben, als sie floh, die anderen in ihre Qual zurückgelassen haben. Wo wirst du mit diesem Wissen jemals Frieden finden? Boah, das ist ja nett. Diese Nachricht ist nicht das, was ich erwartet hatte. Der Techniker wollte, dass ich eine Nachricht von seiner Familie empfange, aber das... Ich muss zurückkehren und entscheiden, was zu tun ist. Bevor die Übertragung zu Ende ist, extrahiere ich den Blauplan für den Exo-Fahrzeug-Minenleser aus dem Netzwerk. Na, wie sind wir den? So, chromatisches Metall wäre schon klar. Kehre zum Techniker zurück, okay? Nee, ich mache, würde ich nicht. So, okay, so viel dazu. Bin ich eigentlich nochmal ran? Ja, doch. Korvaxenito. Achso, nee, doch. Yep. So, das heißt, wir könnten dem jetzt erzählen, was passiert ist. Würde sich bestimmt total freuen. Oder wir erzählen es ihm nicht. Bei den Valkyrien weiß man nie so genau. Die sind so ein bisschen... Naja. Auf jeden Fall kann ich das Gebiet hier noch speichern und kartieren. Und kann mal gucken, ob ich auf dem Rückweg irgendwo noch Kupfer finde. Ja. Auf jeden Fall wird der Rückweg ein bisschen dauern. Ja, ich muss ja jetzt quasi wieder zurück zu meiner Basis. Und, yep. Das werde ich im Off machen, Leute. Und dann, ja, bevor ich natürlich mit dem... Huch, den kenne ich noch nicht. Unbekanntes Tier. Krass. Bevor ich natürlich mit dem Techniker rede, fange ich dann die nächste Folge an, dass ihr da dabei seid. So viel kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich habe keinen Kupfer gefunden. So, wir müssen zurück. Dahin, in diese Richtung. Kraftstoff ist gering. Naja, jetzt kommt die ja gleich an und meckert hier rum. Aber ich brauche das mal kurz. Ach, Sauerstoff kann ich auch machen. Hast du... Ach! Das war so ein Vieh. Es hat mich ein... Das ist noch eins. Ich habe doch hier eine Kanone. Ja? Boah. Das gibt's nicht. Ey, die machen richtig heftig Schaden. Und zwar eigentlich nur, wenn die neben dir stehen. Mann. Was soll denn das? Mal gucken, wo ich euch spawne. Da. Das heißt, mein Exo-Fahrzeug steht jetzt irgendwo sonst wo? Ja, da drüben. So, ich bereite mal hier meinen Blitzwerfer vor, weil das Vieh ist bestimmt noch irgendwo.
irgendwas machen? Also, so. Da ist er. Ich hab doch, also, wie kann ich denn mit dem darauf montierten Geschütz schießen? So nicht. Muss ich das erst aufladen? Nö. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich guck mal kurz in die Anleitung. Ist das hier Fahrzeug? Mit RT feuerst du Waffe oder Minenlaser ab. Also. So. Nee, hä? Der hat aber ganz schön viel ausgehalten. Warum habe ich gerade ein Atlas-Pass vor 1 bekommen? Alles. Achso, nee. Ja, das ist nur, weil der mein Inventar wiederhergestellt hat. Okay. Alles gut. Das erklärt es natürlich. So. Hier habe ich ja schon alles mitgenommen. Okay. Kupfer. Ich suche immer noch Kupfer. Und ich wollte eigentlich Schluss machen mit der Folge. Ich erinnere mich. Kupfer. Die Richtung. Gut. Ja, dann mache ich jetzt mal Schluss. Wow, lange Folge. Sorry, ihr Leute. Habe ich irgendwie doch etwas verpennt und bin gestorben. Aber egal. Bis zum nächsten Mal.